Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Alle guten Dinge sind drei, das heißt, heute gibt es noch einen Apfelkuchen. Es wird nicht der letzte sein, aber nach diesem Kuchen machen wir erst einmal eine kleine Apfelpause. Unser heutiger Apfelkuchen ist eine Apfeltorte mit einer Eierlikörcreme. Wir bereiten einen Tortenboden zu, darauf kommt Apfelkompott und darauf eine Eierlikörcreme. Ich finde, dass das ganz gut zusammenpasst, denn bei einem Schweden-Eisbecher haben wir auch Apfelmus mit Eierlikör. Und Eierlikörtorten muss man auch nicht nur zu Ostern essen, die kann man das ganze Jahr über genießen. So, nun wollen wir auch nicht mehr lange reden, sondern anfangen. Abonniert doch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Und nun kommen die Zutaten für den Boden. 110 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 140 Gramm Mehl und 4 Gramm Backpulver. Als erstes rühren wir die Butter mit dem Zucker cremig. Das dauert so etwa 2 bis 3 Minuten. Als nächstes geben wir die Eier einzeln dazu. Als letztes mischen wir Backpulver mit Mehl. So schön verrühren. Und dann geben wir es mit in die Eizuckermasse. Den fertigen Teig füllen wir auch gleich in unsere 26er Springform. Auf dem Boden habe ich schon ein Backpapier gelegt und den Rand eingefettet und mit Mehl bestäubt. Den Boden backen wir etwa 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Tortenboden ist fertig. Ich lege auch gleich einen Tortenring drum, damit dann dort unser Apfelkompott rein kann. Und für das Apfelkompott brauchen wir 2 ml Apfelsaft, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Speisestärke, 4 Esslöffel Zitronensaft und 900 Gramm Äpfel. Die werden auch gleich geschält und klein geschnitten. Wir geben den Zucker und etwas Apfelsaft zu den Äpfeln. Und dünsten diese kurz. Die Speisestärke verrühren wir mit dem restlichen Apfelsaft und geben diese dann zu den kochenden Äpfeln und lassen alles andicken. Das Apfelkompott können wir so heiß wie es jetzt ist auch gleich auf den Tortenboden füllen. Sobald das Apfelkompott abgekühlt und fest geworden ist, machen wir mit der Creme weiter. Für die Eierlikörcreme brauchen wir 400 Gramm Sahne, 200 Gramm Schmand, 100 Gramm Zucker, 45 Gramm Sofortgelatine und 150 ml Eierlikör. Zuerst schlagen wir die Sahne mit etwas Sofortgelatine auf. Dann verrühren wir den Schmand mit der restlichen Gelatine, geben den Zucker und den Eierlikör dazu und zum Schluss heben wir die Sahne unter. Thank you.
Die Sahne ist untergehoben und nun können wir die Creme auf unserem Kompott verteilen. Die Creme ist schön glatt gestrichen und nun kommt die Torte 2 Stunden in den Kühlschrank. Die Torte ist fast fertig, jetzt fehlt nur noch die Dekoration. Für unsere Sahnetoast habe ich schon einmal 150 Gramm Sahne aufgeschlagen. Damit die Toasts nicht ganz langweilig aussehen, geben wir noch ein paar Tröpfchen Eierlikör oben drauf. Nun können wir die Torte anschneiden. So sieht unsere Apfeltorte mit Eierlikörcreme von innen aus. Wir haben hier einen Tortenboden, darauf das Apfelkompott und darauf die leckere Eierlikörcreme. Wenn ihr jetzt Appetit bekommen habt auf diesen Kuchen und den einmal nachbacken wollt, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir auch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.